Alchemie. Alchemie ist oberflächlich betrachtet der Vorläufer der Chemie, die mittelalterliche Chemie. Alchemie wird manchmal auch als Goldmacherkunst bezeichnet. Alchemie wird als mittelalterliche Geheimlehre bezeichnet, in der Elemente der Chemie mit Zauberkunst vermischt waren. Alchemie war aber mehr als das. Alchemie war eine Form der Spiritualität, eine Form der Lebensführung. Alchemie kommt höchstwahrscheinlich vom arabischen Wort Alchimia. Und Alchimia bedeutet ursprünglich dunkle Kunst, schwarze Kunst. Alchimia wird auch als dunkle Kunst bezeichnet. Aber der Alchemie ging es um mehr als Goldherstellung. Alchemie wird als Opus Magnum, in Alchemie gibt es das Opus Magnum, das große Werk. Alchemie, Moment, ich will nochmal zurückkehren. Alchimia auf Arabisch wird manchmal als Metallguss bezeichnet, manchmal als Guss der Flüssigkeit. Andere sagen, es heißt Transmutation und wieder andere führen es zurück auf schwarze Erden und damit als schwarze Kunst. Also es gibt viele verschiedene Bedeutungen. Alchemie war aber, esoterisch gedeutet, eine okkulte Wissenschaft, eine der vier Säulen der Esoterik, wie es zum Beispiel Thorvald Detlefsen bezeichnet. Thorvald Detlefsen hat die vier Säulen der westlichen Esoterik genannt: Alchemie, Kabbalah, Magie und Astrologie. Bei allen ging es darum, um höhere Erkenntnis. Und gerade bei der Alchemie gilt, wie oben, so unten, was heißen soll, man arbeitet mit den Elementen als Symbol für die menschliche Psyche. Die verschiedenen Elemente, die äußerlich sind, werden dann auch genutzt, um psychische Phänomene zu beschreiben. Das hat besonders den C.G. Jung fasziniert. Als einer der Begründer der Alchemie gilt Hermes Trismegistos, der auch Abhandlungen beschrieben hat, wie zum Beispiel wie oben, so unten, das Gesetz der Polarität, das Gesetz des Rhythmuses, das Gesetz der Schwingung und so weiter. Die Alchemisten hatten große Labore gehabt, wo sie tatsächlich als Vorläufer der Chemie gelten, aber die Tabula Smaragdina von Hermes Trismegistos zeigt sehr viel mehr Weisheit. Es werden dort die vier Elemente beschrieben, die auch für den menschlichen Charakter stehen, denen auch die vier Temperamente zugewiesen werden. Der alchemistische Veränderungsprozess ist auch eine innere Transformation. Die äußeren Dinge, die man tut, sind ein Beispiel davon, dass man in sich selbst die höchste Wahrheit erfahren will. Wenn man vom Stein der Weisen spricht, dessen Berührung alles zu Gold macht, dann kann man das auch deuten als die tiefste Verwirklichung zu erfahren. Und aus der tiefsten Verwirklichung wird alles zu Gold, was auch immer man erfährt. Es gibt also viele verschiedene Deutungen, wo man auch die drei Grunddinge wie Sal, Merkur und Sulfurius mit verbinden kann mit den alchemistischen, also mit den ayurvedischen Prinzipien. Sal wäre dann zum Beispiel Kapha, Sulfur, der Schwefel, wäre Pitta und Mercurius, also das Quecksilber, das ständig in Bewegung ist, wäre dann das Vata. So gibt es viele Deutungen der Alchemie als spirituelle, esoterische, okkulte Weisheit. Und auch in Indien gibt es verschiedene alchemistische Weisheiten, mit denen man nicht nur magische Amulette herstellen will, nicht nur Stoffe von großer Kraft, sondern eben auch die Psyche transformieren will.